Frau Isabella Buber-Enser, Sie haben zur Bildungsqualifikation von Flüchtlingen hier in Österreich geforscht und präsentieren aktuell Ihre Ergebnisse hier am Ambach in Götzis. Kurz zusammengefasst, was waren denn Ihre Ergebnisse nun genau? Unsere Ergebnisse waren die, dass 2015 eine sehr selektive Gruppe nach Österreich gekommen sind, dass im Prinzip eine Mittelschicht nach Österreich gekommen sind, dass diese Menschen im Schnitt viel besser gebildet waren als die Menschen in ihren Heimatländern. Das heißt, wenn wir uns anschauen, wie viele hatten eine hohe Ausbildung, wie viele hatten eine niedrige Ausbildung in Syrien und die Menschen aus Syrien, die nach Österreich gekommen sind, so waren diejenigen, die nach Österreich gekommen sind, viel öfters höher gebildet und viel weniger oft hatten sie eine niedrige Bildung. Und auch bei den Afghanen, wo wir gesehen haben, dass in Afghanistan selber 8 von 10 nie in der Schule waren oder nur ein paar Jahre in der Schule waren, so ist es so, dass unter den geflüchteten Afghanen, die wir interviewt haben, dass die Hälfte oder 30% war. Das heißt, auch wenn noch relativ viele Menschen nur wenige Jahre Schulbildung hatten, was für Österreich freilich sehr, sehr viel ist, muss man das auch in Relation setzen mit Afghanistan selber. Also ist das Klischee, das während 2015 aufgekommen ist, dass vor allem die gut gebildeten nach Österreich kommen, tatsächlich wahr gewesen aus Ihrer Sicht? Ja, genau, das kann man so sagen. Es sind eher die gut gebildeten gekommen, es ist eher die Mittelschicht gekommen. Man sieht es auch, wenn man sie fragt, wie viel die Menschen gezahlt haben für die Flucht. So haben sehr viele $3,000 oder mehr gezahlt. Und das ist in Relation zu setzen, auch mit einem Jahreseinkommen in Syrien, das vor dem Krieg $3,000 in etwa war. Das heißt, und mit der Inflation durch den Krieg, das auch dann noch viel mehr eigentlich in der Realität entsprochen hat. Und das ist ein Geld, das sich nicht alle leisten können. Und es dürfte so sein, dass die niedrig gebildeten, diejenigen, die auch weniger Einkommen hatten, eher innerhalb des Landes geflüchtet sind oder in die umliegenden Länder, Libanon, Jordanien gegangen sind und diejenigen, die die finanziellen Mittel und Ressourcen dann hatten, sich auf den Weg nach Europa gemacht haben. Was bedeutet das nun für uns, für Vorarlberg, für Österreich, was die Integration bzw. die Betreuung dieser Menschen angeht? Was bedeutet das für uns? Also es bedeutet für uns, denke ich einmal, es ist immer wichtig zu wissen, wer gekommen ist. Wir haben sehr viele gelesen, immer wie viel gekommen sind. Das ist immer wichtig zu wissen, wer ist denn überhaupt gekommen. Wenn wir sehen, dass da eher gebildetere Menschen gekommen sind, dann ist das etwas, was für die Integration im Land eigentlich als positiv zu sehen sind. Denn je höher die Bildung, umso offener auch sind auch oft die Menschen, umso liberaler sind sie eingestellt, umso mehr Wert legen sie darauf, auch dass ihre eigenen Kinder Bildung haben. Sie nehmen ein Humankapital mit, sie bringen ein Wissen mit, sie bringen Berufserfahrungen mit und das sind eigentlich gute Voraussetzungen für eine Integration in einer anderen Gesellschaft.